Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir, naja, wir haben ziemlich geskillt, würde ich mal sagen, weil wir, wir haben den Tempel schon ganz schön zur Sau gemacht. Gut, ich würde mal sagen, damit machen wir auch gleich mal weiter, ziehen uns die Eisenstiefel drüber und machen uns nach unten. Hier gibt es ja sowieso nichts mehr, da wir hier schon alles haben. So, wie war denn das nochmal? Ich gehe einfach mal da hinten rein. Man weiß ja nie, was sich hinter der nächsten Tür erwartet. Okay, das kommt mir ein wenig bekannt vor. Ich glaube, dafür braucht man nur den Enterhaken. So, und schießen uns einfach mal ganz konkret da an diese Zielscheibe, wenn ich mal nicht so dumm wäre, dahin zu zielen. Ja, man muss näher dran. So. Hallo. Du verdammter Controller, ey. So. Gut, wo sind wir hier? Ah, da brauchen wir einen Schlüssel. Das machen wir aber jetzt am nächsten Mal erst später, weil ich habe ja noch ein anderes Türchen im Visier, was wir unbedingt mal durchchecken sollten. Nämlich ist das hier irgendwo da oben. Oder nee, das war hier ja in der Mitte. Das passt nämlich auch gerade, weil das Wasser jetzt in der Mitte ist und da war ja auch so eine Tür, die in der Mitte war, die wir öffnen können. Mit einem Schlüssel. Und das ist die da. Diese Tür. So. Yeah. Das hätten wir jetzt auch geschafft und. Na, was haben wir hier? Ach, wie easy, Alter. Das ist ja mal gar nichts. Das Rätsel ist auch in 0, nix gelöst. So. Alles klar, Bogen spannen und zack. Und zack. So. Ja, ist ein nettes Rätsel für zwischendurch, aber man kommt sehr schnell darauf. Ja, leck mich. Muss ich einfach mal sagen. Das ist doch echt Mist. Mann, dieser verkackte Spinne, was weiß ich, was du bist. Boah, Mann, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, dass das Vieh hier ist. Mann, das gibt's ja gar nicht. Egal, schießen wir doch mal drauf, wenn ich mal nicht so blöd wäre zu treffen. Und doch, habe ich es geschafft. So, ein weiteres Spinnen-Androiden-Monster ist hier aber auf jeden Fall nicht. Gut, weiter hier. Aha, was haben wir denn hier Schickes? Zack! Und zack! Gut, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube es eher noch nicht. Weil es hier jetzt auch nicht so viel zu sehen gibt. Ja. Aber das ist nicht so toll. Egal, wir gehen einfach nochmal nach unten und öffnen das. Was soll ich sagen? Diese andere Tür, die wir auch noch gesehen haben. Weil wir dafür auch einen Schlüssel brauchten und wir haben ja noch einen. Naja, man braucht immer einen Ersatzschlüssel. So, wo waren das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Tür da, welcher Gang das war. Wie ihr unten auf der Karte seht, sind das 4 verschiedene Gänge. Ach ja, das war hier unten bei dieser Senkung, kann man sagen. Und so. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich schon etwas länger keinen Part mehr hochgeladen habe. Aber keine Sorge, der nächste Part ist gerade am Hochladen. Also er wird gerade von YouTube bearbeitet und sollte auch gleich online sein. Und dann gibt es wieder Parts und den stelle ich dann auch wieder am nächsten Tag online. Das Problem ist halt nur wegen Schule und so, da kann man nicht immer einen Part hochladen. Okay, und ich merke gerade, ich kann da noch gar nicht rüber. Weil wir dafür wahrscheinlich erst einen längeren Enterhaken brauchen. Also können wir die ganze Scheiße nochmal von neu machen. Und nochmal.
nach oben gehen und dann wieder durch die Tür und dann wieder ja den Wasserstand regulieren. Ja, dann geht der Wasserstand einfach nur nach ganz oben und dann wartet auch. So. Ist ja auch ein bisschen blöd, wa? So. Hier rüber. Okay. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele Ocarina of Time Parts naja, noch kommen. Also looks like Link hat für seins, glaube ich, irgendwas mit 60 Parts oder so waren das. Ich weiß nicht mehr so genau. Können es ungefähr sein. So viele Parts waren es, glaube ich, auch wieder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, vielleicht waren es doch so viele. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Weil ich ja sein ganzes Ocarina of Time EP nicht geguckt habe. Aber ich habe schon ziemlich viel davon geguckt. Vor allem die Parts mit Vicky, wo er ihr das Spiel quasi erklärt hat. Aber nee, ja. Ich hoffe einfach mal, wir brauchen nicht so viele Versuche. Boah. Übrigens, bald sind Sommerferien. Das heißt, es werden Parts hochgeladen. Ihr könnt euch schon mal auf was freuen. Ich hoffe mal, dass ich das Projekt der Legend of Zelda bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen habe. Das wäre schon ziemlich episch. Wäre schön, wenn ich das packen würde. Das, also 6 Wochen das Spiel, das sollte hinzukriegen sein. Wenn ich keine Pause mache oder sonst irgendwas, sollte das zu meistern sein. So. Und dann wollen wir mal zielen. So. Mann, geht fährt das Ding da hoch. Ja, bitte wieder runter. Egal. Ich will jetzt einfach mal. Okay, versaut. Ich bin gut. Ach. Erstmal die Asis wieder weg. Schießen. Weil hier so mehr mit sich gleich auf den Sack gehen. Okay. Ich bin ja jetzt nicht so einer, der sagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hoffe, dass ich das ganz gut hinkriege, mit dem Gamepad hier rumzuzielen, weil wenn ich zu lange brauche, dann. Ja, dann habe ich wieder ein Problem. Dann bin ich wieder ganz unten, ne? Und dann falle ich runter und dann habe ich. Ah, Mann! Jetzt hat gerade der Joystick ein bisschen gehangen. Der hat sich auf einmal festgemacht und ja, ich bin nicht mehr weitergekommen. Ja, das klappt doch schon mal ganz gut. Jetzt noch das da. Und wir haben es. So. Und ich habe keinen Schlüssel. Das ist ja geil. Na. Das ist ja mal richtig hübsch. Ja, scheiße, falsch gesprungen. Mal schauen, wo ich rauskomme. Ja, perfekt eigentlich. Passt ja gerade. Gut, dann muss ich wohl vorher noch in einen anderen Raum. Wie es aussieht. Ach, ist das jetzt blöd, ey. So. Okay, da kann ich nicht hin, da brauche ich den längeren Enterhaken. Irgendwo muss es doch noch einen Raum geben, wo ich hin kann. Zack. Und zack. Okay, mal schauen, was hier ist. Moment mal, war ja nicht mal so ein Raum, wo man durchgehen konnte, weil da denn der Stein weg ist. Das war doch so, ne? Egal, ich gehe erstmal hier hin. Ja, und da ist tatsächlich eine Schatztruhe, wie ich gerade auf der Karte unschwer erkennen konnte. Was mache ich denn da für eine Scheiße? Ach, ey, ich mache wieder nur Müll. Oh, und dieser Bug, ey, das ist ja mal richtig hart zum Kotzen. Ich glaube, muss ich echt mal was an den Einstellungen verändern. Und ja, ich hab's gewusst. Ist ja mal ein geiles Teil, wa? Egal. Wird jetzt weggeschoben.
warte, ich gehe erstmal nach rechts und gucke, was da außer einem halbverendeten Gang noch ist. Ja. Ach ne, was ne Scheiße. Das da war da. Ach dann, okay, dann kann ich ruhig durchschieben. Oh. Und hier irgendwie abzuknicken im Wasser ist gar nicht gut, weil der läuft dann die meiste Zeit nur noch geradeaus und das ist nicht so toll. So, jetzt mit der Kacke hier wegschieben und. Ja, geil. Hat Spaß gemacht. Gut, ich weiß aber noch, wo ich noch hin kann. Ein Ort weiß ich noch, der unter Wasser ist, wo wir jetzt auch hin können, da die Steine weg nach oben geschwommen sind durch die durch das Wasser. Können wir da nun auch noch ganz unten gehen? Okay. Ist das nervig, die ganze Zeit die Schuhe zu wechseln? Naja, meine Frau wechselt ihre Schuhe ja öfters als ihr Ehemann. Aber das ist mal wieder eine andere Geschichte. Ich will jetzt wieder nicht vom Thema abschweifen. Da wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ja, das ist Sibi. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, natürlich. So wollte ich das. Gut, dann können wir auch gleich wieder den Wasserstand regulieren. Ja, dass kein Wasser mehr vorhanden ist, das ist ganz toll. Es ist nervig, in die verschiedenen Räume zu gehen und immer wieder Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus. Und das den lieben langen Tag. Nur weil Link hier so ein netter Mensch ist und den Leuten helfen will. Aber hey, wir kriegen dafür... Kriegen wir eine Belohnung? Ich glaube nicht. Ist ja geil. Egal. Naja, wir bekommen unsere Freiheit wieder. Das ist auch was. Also unter Gandalfs Herrschaft will ich nicht leiden. Da kann ich gar nicht meine Sachen packen und weg hier. Also, ne? Ist ungefähr dasselbe. So. Boah, das mit dem Gamepad ist richtig schwer. Zelda's Wingman habe ich jetzt so einigermaßen drauf, weil das jetzt wirklich nicht so schwer ist. Aber wenn ich jetzt ein längeres Lied spielen muss, wie jetzt, was weiß ich, die Ballade oder Ballore des Feuers, dann habe ich schon einige Probleme, weil das ist ja ein etwas längeres Lied, was man spielen muss. Und, oh, mir fällt gerade ein, ich muss hier den Part beenden. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dann, Leute, und ciao.